Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag an unsere Experten, die ich Ihnen gleich auch noch vorstellen werde. Wir haben Sie eingeladen zu einem Pressbriefing heute, das wir überschrieben haben mit Systemwechsel oder nicht. Die neue Agrarpolitik GAP der EU vor dem Abschluss. Gelingt der Weg in eine nachhaltige Landwirtschaft? Der Aufhänger für dieses Pressbriefing ist, dass es jetzt wirklich in die heiße Phase der Verhandlungen um die gemeinsame Agrarpolitik GAP geht. Die nächsten Tage werden sehr, sehr entscheidend für die Frage sein, wie die europäische Landwirtschaft bis ins Jahr 2027 aussehen wird. Und auf politischer Ebene geht es jetzt Schlag auf Schlag. Morgen findet eine Sonderkonferenz der Landesagrarministerinnen und Landesagrarminister in Deutschland statt, die sogenannte Sonder-AMK. Nächste Woche am Montag und am Dienstag tagt der EU-Agrarrat, auf den dann der Supertrilog zwischen EU-Rat, Europaparlament und EU-Kommission folgen soll. Und nächste Woche Mittwoch dann ist der Gesetzentwurf zur nationalen Umsetzung der GAP Bestandteil der Kabinettssitzung der Bundesregierung, ohne dass bis dahin natürlich klar sein wird, wie genau die Vorgaben aus Brüssel aussehen werden. Aber in Deutschland ist man gezwungen, auf die Tube zu drücken, denn hier drängt die Zeit. Im Herbst haben wir die Bundestagswahl und der nationale GAP-Strategieplan muss noch in dieser Legislaturperiode durchgebracht werden, denn sonst müsste es in der neuen Legislaturperiode neu angegangen werden und dann könnte der Eingabetermin bei der EU mit dem 1. Januar nicht mehr gehalten werden. Es geht in der Summe um fast 60 Milliarden europaweit Euro Förderung pro Jahr bis ins Jahr 2027. Also jede Menge Geld und inhaltlich sind noch einige dicke Bretter zu bohren. Dabei gibt es noch viele verschiedene Konfliktlinien auf EU-Ebene zwischen Rat, Parlament und Kommission, in der deutschen Regierung auch zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, oft eben auch als der Streit zwischen Julia Klöckner und Frau Schulze abgebildet und auch innerhalb der Landesagrarministerin und Landesagrarminister gibt es Streit und auch von den Agrarministern dort Richtung Bundesregierung. Bisher setzt die gemeinsame Agrarpolitik in großem Umfang auf Direktzahlungen. Landwirtinnen und Landwirte bekommen Geld pro Fläche, die sie bewirtschaften, egal wie sie darauf wirtschaften. Neue Ökoregelungen, die sogenannten Eco-Schemes, sollen das ändern. 20 oder 30%, darum wird noch gestritten genau, 20 oder 30% der Zahlungen aus der ersten Säule, aus der sogenannten ersten Säule, aus denen bisher die Direktzahlungen kommen, sollen künftig an umwelt- und klimaschonende Maßnahmen gekoppelt werden. Wenn ich richtig informiert bin, sind das in Deutschland etwa 500 Millionen Euro pro Jahr, EU-weit 8 Milliarden. Als Julia Klöckner im vergangenen Herbst aus den Verhandlungen der EU-Mitgliedstaaten kam, schien sie recht zufrieden. Zu Recht. Die Kritik ließ dann auch nicht lange auf sich warten, vielleicht zu Unrecht. Finden Landwirtinnen und Landwirte Umwelt- und Klimaschutz die Berücksichtigung, die sie idealerweise alle finden sollten? Ich möchte jetzt aber nicht noch länger mit Fragen Ihre Zeit stehlen, die Sie alle aus der Einladung kennen, sondern möchte lieber loslegen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, her mit Ihren Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die drei Experten nach den Dingen zu fragen, die Sie gerne zur gemeinsamen Agrarpolitik wissen wollen. Dieses Pressbriefing folgt keinem vorher geschriebenen Drehbuch, sondern soll ausdrücklich Ihnen die Gelegenheit für Ihre Fragen geben. Wir werden es vermutlich nicht schaffen, alle Fragen zu berücksichtigen, aber wir geben uns Mühe, möglichst viele einzubringen. Sie können Ihre Fragen hier unten im Chat unter der Option, und bitte nutzen Sie wirklich diese, an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer eintragen und wir werden uns dann um Sie kümmern. Ich stelle Ihnen jetzt die drei Experten vor, stelle kurz eine Frage und danach öffnen wir dann schon für Ihre Fragen, um dort auch genügend Raum und Zeit anbieten zu können. Ich mache es wie immer alphabetisch und beginne deswegen bei mir oben rechts mit Professor Dr. Sebastian Lagner. Schön, dass Sie da sind, Herr Lagner. Herr Lagner ist Professor für Agrarökonomie an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock. Einer seiner Forschungsschwerpunkte dreht sich genau um die gemeinsame Agrarpolitik der EU und er untersucht dabei auch ökonomische und ökologische Auswirkungen eben dieser Agrarpolitik und betrachtet die Nachhaltigkeit von Landnutzungssystemen. Herr Lagner, ich hatte vor etwa 1,5 Jahren die Gelegenheit, einen aus meiner Perspektive relativ großen Bauernhof in Hessen zu besuchen. Es war ein konventioneller Landwirt, ein sehr patenter Typ, ganz offen, das Herz auf der Zunge. Und er hat bei einem Kaffee gesagt: Moch, das Verhalten der Bauern kann man über die Zuflüsse von Geld eigentlich ziemlich gut steuern.
Habe ich gedacht, na, dann könnte man die Landwirtschaft ja so gestalten, wie es irgendwie aus allen möglichen Perspektiven notwendig wäre. Ohne jetzt schon in alle Details der GAP-Gespräche einzusteigen. Aber was wären denn ganz generell Anreize, die aus Ihrer Sicht bisher in die falsche Richtung führen? Ja, im Moment verwenden wir eigentlich den Hauptteil der GAP-Gelder für Direktzahlungen. Und diese Direktzahlungen sind ursprünglich mal als Schmiermittel für diverse Reformen genutzt worden. Und da waren sie auch sinnvoll. Aber diese Reformen sind jetzt doch schon eine Weile her. Und im Moment ist das eigentlich eine sehr schwer begründbare Zahlung. Und insofern, dann bleibt ansonsten nicht sehr viel Möglichkeiten finanziell fein zu steuern, wenn wir schon den größten Teil für ja, Einkommensstützung, wir haben das mal ausgerechnet, 2019, dass etwa 70% der GAP-Mittel entweder für Einkommensstützung oder für Wettbewerbsfähigkeit ausgegeben werden. Und das ist nicht so besonders zielführend. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig im Bereich Umwelt zu steuern. Das heißt also, viel der aktuellen Diskussion dreht sich einfach um die Frage, wie viel wenden wir zukünftig für Umwelt, Zahlungen auf? Dankeschön. Ich mache weiter in der Vorstellung und komme zu Professor Dr. Uwe Lattatsch-Lohmann. Schön, dass auch Sie da sind, Herr Lattatsch-Lohmann. Herr Lattatsch-Lohmann ist Agrarökonomie und leitet die Abteilung Landwirtschaftliche Betriebslehre und Produktionsökonomie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. WBAE ist die gängige oder nicht so eingängige, aber die übliche Abkürzung für diesen wissenschaftlichen Beirat. Herr Lattatsch-Lohmann, Sie sitzen im WBAE. Ist ja ein Gremium, das eigentlich gedacht ist, um eben mit wissenschaftlicher Expertise in die Politik hineinzuberaten. Beim Klimawandel hat man ja nicht immer zwingend das Gefühl, dass das tatsächlich die Stimme der Wissenschaft dort so gehört wird. Inwiefern ist das denn bei der Landwirtschaftspolitik anders oder eben nicht? Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Also ich spreche immer von, einige Kollegen sprechen vom Brennwert unserer Gutachten, ja, was ja bedeuten würde, die werden überhaupt nicht gesehen. Das stimmt aber nicht. Sie werden sehr wohl gesehen und sie haben eine gewisse Halbwertszeit, sagen wir mal, bis Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann in solchen Gutachten sich manifestieren, in der Praxis umgesetzt werden. Ja, also das dauert immer seine Zeit. Wir sind vielleicht dem politischen Prozess immer ein bisschen voraus und vielleicht auch immer ein bisschen blauäugig zu meinen, ja, das müsste doch alles ganz schnell gehen, was die Wissenschaft vorschlägt. Das ist ja alles vernünftig. Wir wollen eine effiziente Politik haben. Warum machen die Politiker das denn dann nicht sofort? Und ich glaube, es ist blauäugig zu meinen, dass man ganz schnell politische Mehrheiten für das finden kann, was wir vorschlagen. Auf Ihrer Webseite beschreiben Sie die Projekte, mit denen Sie sich beschäftigen. Und eins ist dort beschrieben mit, ich zitiere jetzt, experimentell ökonomische Untersuchungen zur Ausgestaltung von Agrarumweltverträgen. Fand ich interessant, experimentell ökonomische Untersuchungen. Sie haben erklärt, und ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, Sie fragen Landwirtinnen und Landwirte, welche Maßnahmen sich gut umsetzen lassen und wie attraktiv es für Landwirtinnen und Landwirte ist, diese auch tatsächlich dann anzuwenden. Was haben Sie denn dabei über die Haltung der Landwirtinnen und Landwirte gelernt und inwiefern hat Sie etwas überrascht oder eben nicht? Ja, also Landwirte sind grundsätzlich bereit, Umweltdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und Sie hatten es am Anfang schon angesprochen, man kann das Verhalten von Landwirten steuern mit Geld. Und so ist es auch. Und das darauf basiert ja auch ein Großteil der Agrarumweltpolitik im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik, nämlich dass finanzielle Anreize geboten werden für Landwirte, bestimmte Umweltleistungen zur Verfügung zu stellen, ob das nun Biodiversität ist, ob das Klimaschutz ist. Ob das auch Tierwohl ist, also es geht allgemein um Gemeinwohlleistungen. Und da haben wir festgestellt, dass Landwirte sehr wohl bereit sind, an solchen Programmen teilzunehmen. Sie müssen halt
so ausgestaltet sein, dass sie sich in Betriebsabläufe einpassen lassen und dass damit auch ein bisschen Geld verdient werden kann. Ja, ich spreche immer von Umweltproduktion in Anführungsstrichen als Betriebszweig. Ja, Landwirte müssen die Möglichkeit haben, mit der Produktion von Umweltgütern auch ein bisschen Geld zu verdienen. Dann funktioniert es auch. Vielen Dank. Dann schließe ich die Vorstellungsrunde ab mit Dr. Guy PR. Er kommt ursprünglich aus Israel und er ist nicht Ökonom, sondern er ist Ökologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Ökosystemleistung am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, IDIF, in Leipzig und am Department für Ökosystemleistung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, auch in Leipzig. Herr PR, schön, dass auch Sie da sind. Dankeschön. Der Weg als Ökologe in dieses hochpolitische Thema ist ja irgendwie nicht ein ganz automatischer. Oder zumindest stelle ich mir es nicht so vor, dass das so ein ganz vorgezeichneter Weg ist. Nicht jeden Ökologen treibt es sicherlich dorthin, sich auch intensiv mit Agrarpolitik zu beschäftigen. Was genau hat Sie denn neugierig daran gemacht? Es ist nicht wirklich neugierig zu sein, sondern wenn wir die Naturschutzprobleme lösen möchten, gehen wir nicht an die Schmetterlinge oder die Vögel, sondern an Menschen. Weil die Probleme sind bei Menschen und über 50% der Land ist benutzt für die Agrarnutzung. Forst dazu bringt uns zu fast 85% der Landnutzung. Wenn wir die Probleme von Landnutzung und Agrarlandwirtschaft lösen möchten, müssen wir über Nachhaltigkeit sprechen. Wir können nicht die Schmetterlinge schützen, ohne die Landwirte zu schützen. Und da sehe ich keinen Konflikt, sondern meine Frage war, wie kann es sein, dass wir mit dieser Ausgangsposition weitergehen, wo wir die ganze Zeit Biodiversitätsverlust sehen? Wir sehen weniger Insekten, Insektensterben geht weiter, Bodenerosion geht weiter, viel weniger Wasser, nicht nur für die Natur, sondern auch gutes Wasser für uns. Klimawandel, wir haben Monokulturen, wo es einfach leere Felder stehen in die Sonne und trocknen sich in die Dürre. Und gleichzeitig sehen wir auch keine Menschen aufs Land. Wir verlieren auch Jobs, wir verlieren die Leute. Wir müssen diese Probleme lösen. Das hat mich dann gebracht, um zu fragen, wie kann es sein, dass der GAP versagt, beide für die Natur und für die Landwirte? Und wie könnte das gelöst werden? Wir haben dann schon 2013 die Greening evaluiert und wir haben schon gesagt, es wird nicht funktionieren, wenn fast alle Landwirte müssen nichts machen, um die Greening-Maßnahmen zu treffen. Und tatsächlich funktioniert das nicht. 2017 haben wir erklärt, warum und wie könnte das verbessert. Und 2019 haben wir auch die GAP-Vorschlag evaluiert in diesem Verständnis von, wird es funktionieren für die Natur und für die Landwirte oder nicht? Und wir haben bisher gesagt, dass es Business as usual ist. Es gibt keinen Systemwechsel. Genau. Das ist der Ausgangsposition dann für unsere Situation gerade. Lassen Sie mich da kurz nochmal nachhalten, nachhaken. Die Zahlen, die im Gespräch sind, also diese Höhe der Eco-Schemes, und wir werden ja da gleich auch nochmal genauer darauf eingehen, was sich genau dahinter verbirgt, wird ja immer gesagt, die Diskussion ist, machen wir 20% oder 30% aus dieser ersten Säule, die bisher Direktzahlungen waren, da rein. Ist die Frage 20% oder 30% auch die Frage zwischen gut oder nicht gut? Also sind 20% automatisch zu wenig und 30% ausreichend? Oder was wäre dann ein Anteil, wo man sagt, so top, damit kann man arbeiten? Also wenn wir von ökologischen Aspekt gucken, müssen wir zuerst fragen, was muss unterstützt werden? Und zwar zuerst die Landschaftselementen, die nicht produktiv sind, weil das ist unsere Versicherung für zukünftige Produktion. Wir können nicht produzieren ohne Bienen für Bestäubung, ohne Boden zu schützen, wenn sie runter erodiert werden. Wir können nicht weiter produzieren, wenn es Dürre kommt und gibt es keine Gewässer. Deswegen sind die Landschaftselementen Nummer eins in dieser Liste. Zweitens ist die Grünlandfläche. Und Deutschland steht gerade vor dem FFH-Richtliniengericht vom EU, weil sie schafft nicht, diese Maßnahmen zu treffen. Und das gehört nicht beim Umweltschutz, sondern wirklich beim GAP. Wenn die Grünlandnutzung so intensiv ist, sodass es kein Grünland, sondern einfach Rasen ist, funktioniert das auch nicht. Und dann haben wir auch Probleme mit Wasserqualität und Bodenerosion und so weiter. Also wir müssen wirklich da konzentrieren an zuerst effektive Maßnahmen
für nicht produktive Landschaften und für Grünland. Dazu können wir auch extra andere Sachen machen. Was wir bei Greening schon gesehen haben, dass wenn in dieser Liste stehen viele Möglichkeiten, dass die Landwirte treffen können, ohne was zu tun. So wie zum Beispiel Boden schützen, also Grünschutz im Winter. Das machen sie das sowieso oder sollen das auch machen, ohne extra Geld, einfach weil es wichtig für den Boden ist. Aber wenn das entlistet ist, innerhalb von Eco-Schemes werden wir nichts erreichen. Deswegen ist der Content, der Inhalt sehr, sehr wichtig da. Und ich würde sagen, wenn es 20% aber effektiv ist, wird es schon besser als Greening gerade mit über 75% nicht effektive Maßnahme. Das wird schon eine Verbesserung, aber natürlich 30% effektive Maßnahmen werden schon gut, gerade in die Liste, dass wir schon evaluiert haben, was als Eco-Schemes gelistet wird, sind wir nicht zufrieden mit dieser Liste. Es gibt schon große Risiko da. Okay, und jetzt von mir zum Abschluss der Einführungsrunde eine Frage an Sie alle drei und bitte, also ich freue mich, wenn Sie sich einbringen. Mein ganz persönlicher Eindruck ist, in der öffentlichen Diskussion wird oft so eine Polarisierung aufgebaut. Wir gegen die. Jede Maßnahme zum Umwelt- oder Klimaschutz schadet scheinbar automatisch den Landwirtinnen und Landwirten. Jeder konventionell arbeitende Landwirt und jede konventionell arbeitende Landwirtin vergisst oder berücksichtigt nicht genügend den Klima- und Umweltschutz. Bezahlbare Nahrungsmittel in guter Qualität und das aus nachhaltiger Produktion wären doch aber eigentlich zu niemandem Nachteils, oder? Ich finde, bei Corona sieht man gerade sehr gut das Dilemma. Schließungen bringen wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich, Öffnungen epidemiologische. Was ist denn hier bei dieser Agrarpolitik so der tatsächliche Spagat und wo verlaufen aus Ihrer Sicht die eigentlichen Konfliktlinien? Habe ich Quatsch erzählt, Herr Lautner? Soll ich mal anfangen? Bitte, gerne. Ich glaube, also das sind ja alles Gerechtigkeitsprobleme. Also ich glaube, erstens mal in der Pandemie ist das Gerechtigkeitsdilemma viel größer, weil auch ein Lockdown sozusagen sozioökonomisch auf Minderheiten wirkt. Und das ist eigentlich auch die Schwierigkeit, mit der wir umgehen. Und ähnlich ist es eigentlich in der Landwirtschaft. Wir haben bei jeder Umgestaltung ein Stück weit, wenn wir Mittel verschieben, immer Gewinner und Verlierer. Wir haben aber auch, und das wird manchmal in der agrarpolitischen Debatte dann übersehen, wenn wir das System so, wie wir es jetzt haben, beibehalten, dann haben wir eine bestimmte Art der Verteilung von Geldern. Das ist aber auch eine Verteilung, die unter Umständen bestimmte Betriebe, und ich denke da vor allem auch an Betriebe, die Naturschutz betreiben, vielleicht benachteiligen wir die auch. Also vielleicht sind, wenn wir alles so gleich lassen wie bisher, haben wir vielleicht auch keine gerechte Verteilung der Gelder. Das heißt also, erstens mal, das Problem ist, Gerechtigkeit zu definieren, ist extrem wissenschaftlich extrem anspruchsvoll. Und zweitens mal, das ist immer die große Schwierigkeit für Agrarpolitik, wenn man jetzt hier Umgestaltungen vornimmt, dann nimmt man natürlich Leuten Gelder weg und schichtet sie um in andere Bereiche. Das kann volkswirtschaftlich hochgradig sinnvoll sein. Aus der Einzelperspektive ist es immer so, dass wir Gewinner und Verlierer haben. Und das kann auch eventuell der Grund sein, warum wir uns damit so schwer tun. Herr Latschowan, ich wusste nicht, ob Sie auch was sagen wollten. Ich hatte den Eindruck. Ja. Also unter Gerechtigkeitsaspekten muss man natürlich auch sich die Frage stellen, in welchem Ausmaß sind Landwirte verpflichtet, Umweltregelungen einzuhalten und einen Umweltqualitätsstandard zu erreichen auf eigene Kosten? Ja, dann, und ab welchem Umweltniveau stellt eine Verbesserung der Umweltqualität eine Gemeinwohlleistung dar, für die Landwirte eigentlich von der Gesellschaft honoriert werden sollten? Und das ist die Frage, bis zu welchem Punkt versuchen wir, Umweltqualität über das Ordnungsrecht darzustellen und ab welchem Punkt müssen wir für Umweltqualitätsdienstleistungen die Landwirte
bezahlen aus den Mitteln der gemeinsamen Agrarpolitik. Und wir hatten in den letzten Jahren ja insbesondere die Diskussion um die Düngeverordnung, also da sprechen wir jetzt über das Ordnungsrecht, die sehr stark verschärft worden ist, was aus Sicht der Landwirte bedeutet, letztlich eine kostenwirksame Verpflichtung. Ja, das mindert das Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe und es ist klar, dass Landwirte davon nicht begeistert sind. Ja, aber das ist dann immer ein Austarieren, bis zu welchem Punkt müssen Landwirte das auf eigene Kosten tragen und ab welchem Punkt ist die Gesellschaft in der Pflicht, die Landwirte für die Erbringung von Umweltleistungen zu honorieren. Und das ist ein fließender Prozess, ja, das ist keine starre Grenze, sondern das wird im politischen Prozess immer wieder neu justiert. Vielen Dank. Ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, achso, Herr PR, Entschuldigung. Wenn ich darf, würde ich diese Frage beantworten. Ja. Erst als Wissenschaftler, zweitens als Ökologe und drittens als Citizen. Weil zuerst als Wissenschaftler haben wir schon 2017 einen Fitnesscheck für die gesamte GAP gemacht haben. Und wir kamen zu einem sehr klaren Ergebnis, dass es gibt eigentlich einen Konsens. Es gibt keinen Grund für diese Polarisierung, das wir sehen. Es gibt keine Landwirte hier und die Natur da und die Landwirte und die Umweltschützer da. Es gibt letztendlich ein gemeinsames Interesse, dass es funktioniert wird, weil die Landwirte sind total abhängig von der Umwelt. Sie können nicht produzieren ohne Boden, ohne Wasser, ohne Bestäuber und so weiter. Das ist das gemeinsame Interesse und da ist genau die Rolle von der gemeinsamen Agrarpolitik, dafür zu bezahlen. Wenn ein Einkommenverlust gibt von 10% weniger Produktion, ist genau der gemeinsame Agrarpolitik da, um zu sagen, okay, das bezahlen wir durch AUKM, durch Agrarumwelt-Klimamaßnahmen oder Eco-Schemes, wenn jemand etwas extra macht. Genau dafür sind diese Zahlungen schon da oder werden da sein. Wenn etwas gemacht muss, gibt es auch die Konditionalität-Aspekte. Sie sind schon da. Es ist nichts Neues. Das ist kein Systemwechsel, das zu erweitern. Aber diese Polarisation, zu sagen, wir können nicht 10% weniger zu produzieren, weil sonst verlieren wir von unserem Einkommen, ist einfach falsch. Und die Frage ist, warum ist diese polarisierte Debatte da geführt? Da sehe ich als Ökologe die Frage, sollen wir mit Steuergeldern auch das bezahlen, wenn Landwirt entscheidet, sich zu schäden. Also wenn ich eine Wohnung miete, muss ich für Hausversicherung bezahlen. Für meine Arbeit muss ich auch vom Arbeitgeber Versicherung für meine Gesundheit bezahlen, teilweise von mir, Teile vom Arbeitgeber. Wenn jemand der Boden nutzt und der Land nutzt, muss diese Person auch den zukünftigen Produktion weiter behalten und nicht schreien, wir haben Ernährungsrisiko. Ernährungsrisikos kommen von Klimawandel, von anderen Umweltaspekten und nicht, weil wir zu wenig produzieren. Wir produzieren eigentlich mehr, als wir brauchen. Wir produzieren 30% Waste, das ist nicht gebraucht. Und wir produzieren eigentlich weniger Ernährungsmaterialien, also Nahrung, als Ernährung für unsere Kühe und Autos. Wenn wir wirklich Ernährungssicherheitsprobleme haben, sollen wir was produzieren auf dem Land, das mit Ernährung zu tun hat. Und das machen wir nicht. Deswegen ist es gerade eine sehr komische Situation, wo wir hören gerade die ganze Zeit Covid-19, obwohl wir keine Probleme gehabt haben. Ich habe nichts gehört, dass jemand verstorben ist von zu wenig Essen gerade durch Covid-19 oder Ernährungsmöglichkeit aus anderen Aspekten oder wir können das nicht leisten. Wir sollen in meiner Sicht und auch von wissenschaftlicher Sicht, wir sollen das anderes sehen und sagen, okay, hier sind die Landwirte und wir sollen sie schützen und hier ist der GAP und es funktioniert nicht, um die Landwirte zu schützen, die das brauchen. Auch von ökonomischen Aspekten, einfach weil so wenig Landwirte bekommen so viel von diesen Geldern. Es geht nicht, wo es hingehen soll. Danke für die Ausführungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, danke für die Fragen, die Sie schon gestellt haben. Wir beginnen jetzt auch gleich, uns diesen zu widmen. Nochmal, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die unten in den Chat, in die Option an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer und dann sehen wir die und können die beantworten.
zwei Fragen, die zumindest ich jetzt gesehen habe, fragen ganz explizit nochmal nach diesen Eco-Schemes, also nach diesen Öko-Regelungen nach. Die eine Frage ist, was konkret wäre im Stall oder auf dem Acker zum Beispiel nicht mehr erlaubt, wenn Zahlungen an Umweltziele gekoppelt werden? Und die zweite Frage, ich binde sie einfach mal zusammen, wir können sie auch nochmal aufbauen dann. Was sind die fragwürdigsten Öko-Regelungen und wie müssten die möglicherweise verändert werden? Ja, bei den Öko-Regelungen oder Eco-Schemes auf Englisch geht es eigentlich nicht darum, Dinge zu verbieten, die nicht mehr erlaubt sein sollen in der Zukunft, sondern positive Dinge zu honorieren. Und zwar finanziert aus Mitteln, die im Moment mit der Gießkanne relativ konditionslos an Landwirte verteilt werden. Ja? Und dazu gehören zum Beispiel die Bereitstellung von sogenannten nicht produktiven Flächen und Landschaftselementen. Ja, da wird gesagt, Landwirte haben die Möglichkeit, freiwillig Fläche aus der Produktion zu nehmen und sozusagen der Umwelt zur Verfügung zu stellen gegen Bezahlung. Ja, oder auch die Anlage von Blühstreifen, Blühinseln und Altgrasstreifen sozusagen als Rückzugsräume für bestimmte Arten. Dann eine weitere Eco-Scheme-Regelung soll sein, die Extensivierung von Dauergrünland, dass man also auf Grünlandflächen, auf Mineraldünger verzichtet und bestimmte Viehbesatzobergrenzen einhält. Dann soll es eine Weideprämie für Schafen, Ziegen und Mutterkühe geben, um ökologisch wertvolle Flächen zu erhalten und das Tierwohl zu erhöhen. Weiterhin soll es die Möglichkeit geben, die Fruchtfolge zu diversifizieren, also mehr Früchte anzubauen auf dem Acker, einschließlich Leguminosen, die eine sowohl positive Umweltwirkung als auch eine positive Wirkung auf die Bodenfruchtbarkeit haben. Das sind alles positive Dinge, die oder Maßnahmen, die der Umwelt dienen und die gefördert werden sollen. Sie haben alle drei genickt sehr. Gibt es da noch Dinge, wo Sie sagen, da möchte ich aber noch, bei denen möchte ich gerne noch mal besonders darauf hinweisen? Es wurde ja gerade gefragt, was der große Unterschied zum Greening ist. Und wir hatten ja bisher 30% der Direktzahlung als Greening für alle Betriebe verpflichtend. Und der Unterschied zu den Eco-Schemes ist, wir nehmen jetzt nur noch 20%, aber sie sind freiwillig. Das heißt, Landwirte entscheiden, möchte ich jetzt eine Brachfläche, einen Blühstreifen oder eine extensive Weide sozusagen so bereitstellen und bekomme dafür eine Prämie von x Euro pro Hektar oder lasse ich es bleiben. Das heißt also, die Teilnahme ist freiwillig und das ist so ein bisschen die Veränderung, die hier vorgenommen wird. Die ist aber auch nicht ganz ohne, weil man natürlich für diese 20%, die man dann im Haushalt an die EU meldet, die muss man vollständig abrufen, sonst geht das Geld, zumindest Stand jetzt, zurück nach Brüssel. Vielleicht verändert sich das auch nochmal, aber letztendlich muss man eine hohe Teilnahme generieren bei den Landwirten. Und da steckt schon wieder so ein bisschen das Problem drin, dass man eventuell für eine Brachfläche dann ganz hohe Prämien anbietet, einfach um sicher zu sein, dass ich x Landwirte habe, die daran teilnehmen. Und dann zahlt man da aber auch relativ viel. Das kann man alles machen oder bleiben lassen. Das eigentliche Problem, was ich hier sehe, und das macht diese aktuelle Reform erstens mal so schwierig in der Bewertung, aber macht sie vor allem für die Ministerien, die Landesministerien und das Bundeslandwirtschaftsministerium so schwierig ist. Wir haben ja neben den Eco-Schemes als freiwillige Agrarumweltmaßnahme noch die klassischen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen der sogenannten zweiten Säule. Ich rede jetzt schon wieder so ein bisschen in Fachtermini. Versuche das kurz zu halten, aber wir haben im Grunde genommen zwei Instrumente, die auf ähnliche Weise wirken, die sich auch aber andererseits unterscheiden müssen. Sprich, die Landesministerien und das BMEL müssen jetzt nachdenken, wie nutzen wir diese beiden Instrumente parallel und nutzen sie so, dass es zu einer signifikanten Verbesserung kommt. Und da bin ich doch relativ skeptisch, weil für mich ist im Moment nicht zu erkennen, ob es da wirklich einen großen Schritt nach vorne gibt. Man macht das irgendwie im Moment, man schlägt Listen von Maßnahmen vor, die sind auch alle nicht irgendwie schlecht oder so, aber
Das Anspruchsvolle besteht darin, beide Instrumente parallel so zu nutzen, dass ein Landwirt als Praktiker auch sagt, oh ja, das ist einfach, das ist verständlich für mich, ich habe auch keine Kontrollrisiken und es ist von der Prämie attraktiv. Und zwar sowohl bei den Eco-Schemes als auch bei den klassischen Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen. Und Sie sehen schon allein an dem Text, den ich jetzt hier gerade vom Stapel lasse, das ist anspruchsvoll. Und ich befürchte, wir haben alle Optionen sind im Moment aus meiner Sicht offen, wirklich einen großen Schritt nach vorne zu machen. Ich fürchte nur im Moment, wir verschlafen diese Möglichkeit und die nächste Chance gibt es 2027. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo, glaube ich, im Moment einige doch inzwischen nervös die Szenerie beobachten. Ja, Herr PR. Ja, ich wollte doch noch antworten zuerst, was sind die Risiken bei Eco-Schemes und was sollte nicht gelistet werden, das schon vorgeschlagen ist. Weil das größte Risiko für Eco-Schemes ist, die gleiche Fehler, sogenannte Fehler, wiederzuholen, die schon da gewesen oder da sind bei Greening. Und zwar für nicht effektive Maßnahmen, die sehr leicht zu nehmen sind und dann haben wir das weiter beigetragen. Und bei dem Liste, das der EU jetzt veröffentlicht hat, sind manche gute Beispiele, die Professor Lohmann schon gelistet hat, gibt es aber dazu zwei Sachen mindestens, die problematisch sind. Zuerst die Tierwohlmaßnahmen sind nicht verknüpft mit Biodiversität. Wir können vielleicht in unserem Kopf denken, dass die Tierwohlmaßnahmen kommen zusammen mit Weide und weniger Kühe, die auf der Weide laufen. Aber auch die Erweiterung von einem Stall ist möglich. Und eigentlich gibt es Möglichkeiten einfach für Tierwohlaspekten, die nichts mit Biodiversität zu tun, nicht mit anderen Aspekten. Das wäre ein großer Verlust. Zweitens gibt es die Möglichkeit für Precision Farming Unterstützung. Und ich frage mich, wofür eigentlich? Es gibt manche Möglichkeiten für Precision Farming, die Biodiversitätsziele erreichen. Sie sind aber nicht gelistet. Stattdessen gibt es auch andere Instrumente in der GAP, so wie zum Beispiel Investitionen. Und dafür kann ein Landwirt auch schon jetzt beantragen und dann weitergehen. Dafür braucht man keine Eco-Schemes. Das sind zwei Beispiele für nicht effektive Maßnahmen, die einfach die Geld sozusagen wegnehmen von anderen viel effektiveren Möglichkeiten. Auf anderer Seite gibt es keine einzige Maßnahme für wirklich Biodiversitätsförderung. Zum Beispiel ergebnisorientierte Möglichkeit existiert gerade überhaupt nicht. Und das muss noch weiter entwickelt, weil sonst haben wir wieder dieses Risiko, dass es nicht effektiv wird. Herr Schumann, lassen Sie mich, bevor Sie kurz anheben, noch kurz eine Nachfrage in Ihre Richtung oder Ihre Antwort auch erweitern durch eine Frage vielleicht. Richtig. Nämlich, warum kommen die Bauern nicht selbst drauf, das, was in den Eco-Schemes jetzt angeregt werden soll, umzusetzen, sondern warum muss das mit Steuergeld belohnt werden? Ja, das ist ein ganz einfacher Grund. Stellen Sie sich vor, ein Landwirt möchte nicht produktive Fläche zur Verfügung stellen. Das bedeutet ja, er muss Fläche aus der Produktion nehmen. Das heißt, er verliert das Einkommen, was er auf dieser Fläche generieren könnte. Und der Nutzen dieser Maßnahme kommt ja nicht dem Landwirt oder der Landwirtin zugute, sondern der Allgemeinheit. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum soll man auf private Rechnung der Allgemeinheit ein Gut zur Verfügung stellen? Wenn das so ist, wenn das wirklich sogenannte öffentliche Güter sind, was es ja sind, dann soll doch auch die Gemeinschaft dafür zahlen in Form der Steuerzahler. Ja, aber was ich noch ergänzen wollte, Herr PR, es geht ja nicht nur um Biodiversität. Ja, wir haben ja viel mehr große Baustellen im Agrarsektor. Wir haben neben Biodiversitätsverlust das Thema Gewässerschutz auf der Agenda, das Thema Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, das Thema Tierwohl, was Sie angesprochen haben, das Thema Ammoniak-Emissionen, also Luftverschmutzung durch stickstoffförmige Emissionen und so weiter. Das ist also eine große Liste an Maßnahmen. Und mit den Mitteln, die jetzt an Eco-Schemes für die Eco-Schemes zur Verfügung stehen, wenn es tatsächlich 20% der Mittel der ersten Säule sind, dann sind das ungefähr 900.000 Euro pro Jahr, also knapp 1 Million Euro in Deutschland. 900 Millionen. Genau.
Das reicht bei weitem nicht aus, um all diese Baustellen wirklich adäquat zu adressieren. Es gibt ja Abschätzungen, dass zum Beispiel es 3 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde, um die deutsche Nutztierhaltung irgendwie zukunftsfähig zu gestalten. Ja, und das ist schon letztlich die Hälfte des gesamten Agrarbudgets für Deutschland. Ja, der liegt ungefähr bei 6 Milliarden Euro. Herr Lagner, Sie hatten sich auch noch gemeldet. Können Sie Ihre Antwort kurz abbinden, weil wir wirklich eine ganze Menge Fragen haben, die ich sehr, sehr spannend finde und die ich auch gerne noch aufgreifen möchte? Machen Sie weiter mit den Fragen, passt schon. In Ordnung, gut, vielen Dank. Ich weiß, dass ich zumindest mit einem von Ihnen darüber auch gesprochen habe im Vorgespräch. Und die Frage kommt jetzt, wenn die GAP bisher so sehr auf Direktzahlung, also auf Zahlung pro Fläche setzt, warum lassen wir das nicht einfach, wenn wir merken, da kommen die falschen Anreize? Komplett lassen. Ja, einfach, wir sagen, wir machen alles in Eco-Schemes und nicht mehr große Fläche, viel Geld. Das wäre aus ökologischer Sicht, wäre das natürlich eine tolle Sache. Und der Wissenschaftliche Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik, der hat auch einen Pfad in diese Richtung aufgezeigt, nämlich wie man in einem Zeitraum von 10 Jahren es schaffen kann, die jetzigen Direktzahlungen komplett umzuwandeln in Zahlungen, die wirklich für die Landwirte für die Bereitstellung von Gemeinwohlleistungen bezahlen, honorieren. Das wäre ideal. Man kann das aber nicht von einem Tag auf den anderen machen, aus verschiedenen Gründen. Einmal aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe ist das natürlich ein großer Einschnitt, wenn man jetzt auf einmal sagt, wir nehmen die Direktzahlung komplett weg und zahlen nur noch für Gemeinwohlleistungen, dann fehlt ein großer Teil im Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe. Das Argument ist aber weniger gewichtig als das politische Argument. Wir haben in Europa sehr heterogene Interessen. Da gibt es Mitgliedstaaten, die sagen, genau das, was eben empfohlen wurde, am besten die Direktzahlungen sofort einstampfen und das Geld für sinnvolle Aufgaben benutzen. Aber da gibt es andere Mitgliedstaaten, vor allen Dingen in Osteuropa, die sagen, ja, wir brauchen das Geld aber unbedingt zur Stützung der Einkommen der Landwirte. Und da ist es jetzt wirklich schwierig zu sagen, auch politisch das durchzusetzen, dass man von einem Tag auf den anderen 100% der Direktzahlungen sofort in Gemeinwohlzahlungen umwandelt. Herr PR, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben, aber ich habe Ihre Kopfbewegung als Widerspruch gedeutet. Wir sollen als Wissenschaftler sozusagen Szenarien entwickeln. Wir haben auch zusammen mit Sebastian Lackner in August 2020 haben wir 3 Szenarien entwickelt für die GAP. Der erste ist ambitionierte GAP. Das sehe ich nicht mehr als relevante Möglichkeit, aber wir können noch 2 Wochen warten. Von dem Umsetzungs der GAP in Deutschland sehen wir keine, also das ist Business as usual. Ambitioniert ist es nicht. Zweites Szenario ist, dass der Farm-to-Fork-Strategie von EU wird zu einer Policy genommen. Das bedeutet einfach, dass wir sprechen ab jetzt der Wahrheit sozusagen und gucken nicht nur an der Produktion, sondern auch der Konsumenten als Food Policy. Das brauchen wir, weil die Probleme sind immer bei beiden Seiten. Wenn wir sagen, Fleisch ist zu billig, das ist richtig. Und die erste Lösung ist, die Direktzahlungen abzuschaffen. Aber auf der anderen Seite, also aus verschiedenen Gründen, auf der anderen Seite brauchen wir auch andere Lösungen. Und dafür können wir zuerst die Gelder in die zweite Säule bringen, sozusagen, wo eigentlich die rurale Probleme gelöst werden können. Und das wird viel besser, auch vom sozialen und ökonomischen Aspekten. Die dritte Variante ist wirklich, dass wir ab 2027 der Ende von GAP sehen, weil letztendlich wir haben als Gesellschaft auch andere Prioritäten. Und wenn der GAP weiter versagt ist, dann vielleicht ist das nicht mehr nötig oder einfach uneffektiv ist, weil gerade wir hören die ganze Zeit über Einkommensprobleme, aber die Gelder gehen nicht an die Landwirte, die diese Einkommensunterstützung brauchen. Wenn 1,8% bekommen 32% die Gelder oder 20% bekommen 80% diese Gelder,
dann sogar die Einkommen Ziel nicht erreicht wird, dann vielleicht gibt es andere Lösungen wie Marktlösungen und so weiter. Aber dann sind wir wirklich Abhängigkeit von den Ambitionen von den verschiedenen Mitgliedstaaten. Da sehe ich eigentlich ein großes Risiko. Deswegen würde ich persönlich denken, dass die Abschaffung oder die Transformation von Direktzahlungen zu einer echten öffentlichen Gelder für öffentliche Güter, die Richtung, wird die richtige Richtung. Und zwar jetzt 30%, demnächst vielleicht 80%. Einfach, dass alles wird mit Umweltaspekten verknüpft, weil sonst wird es auch keine Zukunft für die Landwirtschaft selbst. Genau. Ich will noch gerne zwei kleine Aspekte ergänzen. Also ich glaube, ein Punkt, den man hier an der Stelle auch nochmal erwähnen sollte. Also erstens mal, es gibt hervorragende Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates, die diesen Transformationspfad bereits seit längerem skizzieren. Es gibt auch noch ein Gutachten von 2010, was bereits in diese Richtung argumentiert, wo ich bei der 2013er Reform kaum feststellen konnte, dass das in irgendeiner Form Berücksichtigung gefunden hat. Es gibt zahllose europäische Gutachten, die genauso argumentieren. Das heißt, das ist jetzt auch nicht eine Spezialmeinung der deutschen Agrarwissenschaft, sondern das ist schon, wird sehr, sehr viel so argumentiert. Ob man sie nun beendet oder reduziert, ist dann immer eine Frage. Die andere Frage ist, über welchen Zeitraum lässt man es auslaufen? Weil ich meine, wir müssen dann natürlich schon daran denken, dass Landwirte auch erwarten, dass diese Zahlungen kommen. Aber das Signal müsste eigentlich sein, mittelfristig spielt das nicht mehr diese dominante Rolle in der Agrarpolitik. Und das ist etwas, wo ich feststelle, auf europäischer Ebene sind die Interessenslagen, wie Herr Latter-Schlumann gerade sagte, die sind so heterogen. Das kann man auch im Rat beobachten. Julia Klöckner ist aus dieser Ratssitzung rausgekommen. Man hatte das Gefühl, sie hat unheimlich viel erreicht. Wenn man sich die Details anguckt, inhaltlich war das gar nicht so viel. Aber sie hat offensichtlich extrem heterogene Standpunkte zusammengeführt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei der Gestaltung der zukünftigen GAP. Dass wir wahnsinnig heterogene Interessenslagen haben. Und das bringt mich zu einem zweiten Punkt, Einkommen in Osteuropa. Natürlich ist die soziale Lage oder auch die Einkommenslage osteuropäischer Betriebe andere. Nur man muss auch mal sich vor Augen führen, wir haben in der New York Times im November 2019 einen längeren Artikel gehabt, inwieweit die Direktzahlungen, und wir haben Interviews in Bulgarien geführt, auch die gekoppelten Zahlungen, auf eine Art und Weise ein Verhalten anregen, was an der Grenze des Gesetzlichen sich aufhält und was im Grunde genommen auch, naja, ich sag mal, Netzwerke der Bereicherung fördert, die wir eigentlich als gute Europäer nicht wollen. Das heißt also, die Frage ist, wenn wirklich Einkommen das Ziel ist, dann muss ich definieren, was sind die Betriebe, die Einkommensunterstützung brauchen. Eine solche Definition fehlt. Eigentlich müssten wir diese Definition auch auf Haushaltsebene führen, nicht auf Betriebsebene. Das kann ich gestalten. Ich kann definieren und sagen, Betriebe unter 10 Hektar bekommen eine Einkommensunterstützung. Aber da rede ich dann wirklich über eine gezielte Vorgehensweise und nicht x Euro pro Hektar. X Euro pro Hektar wird nicht die erwünschten Einkommensverteilung bringen, weil die Großen dann sozusagen auch sehr viele Zahlungen bekommen und es ist doch zu bezweifeln, ob das wirklich die Betriebe sind, die das am meisten brauchen. Und das ist eben der Punkt. In Osteuropa haben wir eine ganz, ganz schwierige Diskussionslage diesbezüglich. Aber da kommt mir mal die Frage, ich weiß nicht, wer von Ihnen gerade die Zahl gesagt hat, dass 80% der Zahlungen, der Direktzahlungen an 20% der Landwirtinnen und Landwirte gehen. Dann würde man doch sagen, okay, die Änderungen würden ja die wenigsten betreffen tatsächlich. Also würden zum Vorteil vieler sein und zum Nachteil eher weniger. Denke ich da zu kurz oder was? Also müsste doch dann leichter sein, da reinzugreifen, wenn weniger Menschen davon betroffen sind. Also es sind natürlich alle Betriebe davon betroffen, die Direktzahlungen erhalten und es sind auch die kleineren Betriebe, die über eine sogenannte Umverteilungsprämie für die ersten 46 Hektare ihrer Fläche auch noch eine Zusatzprämie bekommen. Also die kleineren Betriebe wären vom Ausmaß der Kürzung pro Hektar stärker betroffen
als große Betriebe. Große Betriebe würden insgesamt mehr verlieren. Aber eine generelle Anmerkung ist, diese Zahlungen sind eigentlich nach den Gründungsvätern der gemeinsamen Agrarpolitik nicht dazu gedacht, um jetzt irgendwelche bedürftigen Landwirte zu unterstützen. Also es wird nicht nach Bedürftigkeit gegangen, sondern die dienen dazu, und es geht ja zurück auf das Jahr 1957, die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die dienen dazu, die Funktionsfähigkeit der Landwirtschaft als Ganzes zu erhalten. Das war sozusagen das ursprüngliche Ziel nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so werden diese Zahlungen heute auch immer noch begründet. Man hat dann versucht, diese Zahlungen sind zustande gekommen, 1992, die Direktzahlungen, als die gemeinsame Agrarpolitik reformiert wurde in der Weise, dass man nämlich die Marktstützung zurückgefahren hat, also künstlich hochgehaltene Agrarpreise zurückgefahren hat und den Landwirten eine Kompensation anbieten musste, aus Gründen des Vertrauensschutzes. Und da hat man sich ursprünglich vorgenommen, ja, das machen wir ein paar Jahre, bis die Landwirte den Übergang in die freie Marktwirtschaft geschafft haben. Aber dann haben sich diese Direktzahlungen politisch so verfestigt, dass sie nach fast 30 Jahren immer noch existieren heute. Und heute geht es letztlich um die Frage, wie können wir jetzt diese Zahlungen sinnvoll verwenden, um die Probleme des Agrarsektors, die wir heute haben, die ich vorhin aufgelistet habe, adäquat zu adressieren. Herr Peter, lassen Sie mich Ihre Frage auch noch mal kurz anschieben, nämlich mit der Frage, die auch aus dem Chat kommt. Es gibt ja immer diese Behauptung, dass die Agrarlobby so erfolgreich sei, dass quasi eine echte Agrarwende überhaupt nicht möglich ist. Sie nicken? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch so, als wissenschaftlicher Aspekt haben wir das schon evaluiert bei unserer Fitnesscheck 2017 und in unserer Science Paper 2019 konnten wir wirklich zeigen, das ist ein relativ bekanntes Problem, wenn eine kleine Gruppe, aber sehr gezielte Gruppe effektiv ist, einfach sehr homogene Gruppe kann effektiver sein bei dem politischen Prozess als eine breit, aber heterogene Gruppe von Leuten, die verschiedene Interessen hatte. Und dann passiert es immer wieder, dass es eine sehr gezielte Gruppe, in diesem Fall spricht in die Name von einer Mehrheit. Aber wenn wir gucken, was die Landwirte sagen bei Surveys und Befragungen und so weiter, sehen wir immer wieder, dass es ein ganz anderes Bild als gezeigt ist in den Medien und so weiter. Die Mehrheit von Landwirten sind total bereit, umweltfreundliche Landwirtschaft zu engagieren, wenn sie auch dafür bezahlt werden, weil sie wissen, dass sie das brauchen. Und dann die Minderheit spricht in den Namen von dieser Mehrheit und sagen, nee, wir können das nicht leisten, der GAP kann nicht ändern, weil wir brauchen diese Direktzahlungen für Einkommenunterstützung. Die letztendlich kommen nicht als Einkommenunterstützung an die richtigen Leute, die das brauchen. Wenn wir die ganze Zeit hören, dass die rurale Gebiete brauchen Geld, warum nicht weitere Gelder geben an eine zweite Säule, die für rurale Gebiete geeignet ist? Also auf jeden Fall haben wir ein großes Problem und dazu gibt es auch die Interessenkonflikte, die legal sind, auch bei dem Parlament. 30% vom Agrarkomitee im Parlament sind entweder bekommen sie Direktzahlungen selber oder sie repräsentieren diese Organisationen. Wir haben schon gesehen, dass der Macht von 4.000 Traktoren und ein paar Leute in diese Treffen effektiver ist als der Macht von 20.000 oder 30.000 Leute, die raus in die Straßen gehen. Und innerhalb von dieser Gruppe waren auch viele Landwirte, die betroffen sind. Auf jeden Fall ist das Problem bei dem GAP und beim Entscheidungsprozesse, wo es entweder keinen Mut gibt oder keinen Will gibt, um was zu ändern. Herr Latter-Schumann, vielleicht ganz kurz, weil ich würde gerne noch eine Frage. Machen Sie weiter. Ja, danke schön. Wir haben jetzt einen Themenblock, zumindest hoffe ich, dass ich nicht verpasst habe, so ganz verpasst. Und ich möchte ihn trotzdem noch gerne aufgreifen. Bis 2027 soll diese neue GAP die europäische Landwirtschaft regeln. Der Green Deal der EU-Kommission sagt, bis ins Jahr 2030 müssen wir die Treibhausgasemissionen um 53 bis, EU-Parlament sagt, 60% reduziert haben, wenn wir das 2050 Treibhausgas-Netto-Null-Emissionsziel erreicht haben wollen, um die Pariser Klimaziele in Reichweite zu halten.
Passt das irgendwie zusammen? Jetzt ein Plan bis 2027 und trotzdem den Green Deal mit Emissionshalbierung 3 Jahre später? Nein, das, also, da würde ich gern drauf antworten. Das passt natürlich nicht. Und das ist so ein bisschen die Tragik im Moment, dass die EU-Kommission doch einige interessante Strategien, also Green Deal, aber auch Biodiversitätsstrategie. Und eigentlich müsste es das Ziel sein, die aktuelle GAP so zu gestalten, dass diese europäischen angelegten Strategien umgesetzt werden. Und gerade im Bereich Klimaschutz gäbe es ein sehr einfaches Mittel, nämlich in Deutschland zum Beispiel konsequent Moorschutz zu betreiben. Das betrifft 4 bis 5% der Flächen in Deutschland, der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland, macht aber 30 bis 35% der landwirtschaftlichen Emissionen, also des Beitrags der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen aus. Das heißt also, hier hätten wir eigentlich eine ziemlich große Hebelwirkung, wenn wir Vermeidung von Klimagasen machen wollen. Und wenn man sich anguckt, wie viel im Moment in der GAP für diese Klimamaßnahmen ausgegeben werden, also Moorschutz, Umwandlung von Acker in Grünland auf den richtigen Standorten, dann sind das ein paar hundert Millionen. Das ist weniger als 1% der zweiten Säule. Also das ist verschwindend. Und das sind eigentlich die großen Dinge. Und ich meine, vermutlich wird das in der GAP jetzt so wie der Prozess läuft, sehr schwierig. Aber die Konsequenz daraus ist dann eigentlich, und wie gesagt, auch dazu gibt es ein tolles Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats von 2016. Also auch dort gibt es Blaupausen, es gibt Ideen, es gibt Vorschläge. Aber die Konsequenz, wenn wir die GAP nicht auf Moorschutz oder auf Klimastrategien ausrichten, ist die, dass wir es aus Bundesmitteln zahlen müssen. Das heißt also, meine Vermutung ist, dass dann die nächste gewählte Bundesregierung einen Klimafonds für die Landwirtschaft auflegt. Und an sich ist das so ein bisschen, naja, also ich wäre an sich dafür, die GAP wirklich auf die Herausforderung. Herr Latta-Schlumann hat es gut umrissen. Biodiversität, Klima, Nährstoffüberflüsse, Erosion. Und eigentlich sind das die drängenden Aufgaben. Und das sind auch nicht Aufgaben, die uns in den letzten 2 Jahren mitgeteilt wurden. Es gibt Mitte der 80er Jahre ein Gutachten des Sachverständigenbeirats, der diese ganzen Probleme bereits benannt hat. Das heißt also, das kommt nicht zufällig über uns, sondern das sind eigentlich Dinge, die schon sehr lange geregelt werden müssen. Ja, Herr Latta-Schlumann. Die EU-Kommission muss die nationalen Strategiepläne zur Umsetzung der GAP genehmigen. Und ich könnte mir gut vorstellen, und sie hat explizit auch gesagt, ja, da müssen auch die Ziele des Green Deals angemessen reflektiert sein in der Umsetzung der GAP. Ja, und da stehen zum Beispiel drin Ziele des Green Deals, Pflanzenschutzeinsatz um 50% reduzieren, Mineraldüngereinsatz um 50% reduzieren und so weiter. Diese Ziele werden mit der jetzigen, jetzt in Aussicht genommene GAP überhaupt nicht adressiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kommission, die EU-Kommission, dann Nachbesserungen an den nationalen Strategieplänen einfordern wird. Ich würde auch dazu sagen, zuerst, es ist sehr klar, woher liegen die Treibhausgasemissionen von Agrarnutzung. Und zwar 2/3 davon kommen von dem Stickstoffdünger und von Tierproduktion. Und wie auch Herr Lagner schon gesagt hat, 25% gehört zu dem Missmanagement von Moorlände, sozusagen von Peatlands und Gewässer. Also das ist sehr klar, dafür brauchen wir einfach die Instrumenten von Extensivierung, weniger Düngernutzung und weniger Tiere also pro Hektar. Aber es gibt keine Instrumenten dafür gerade. Also Eco-Schemes könnte dafür bringen, aber es ist nicht so geplant. Wie es geplant wird, müssen wir sozusagen warten. Aber der Plan für Treibhausemissionenreduktion ist noch nicht da. Das ist der erste Aspekt. Zweitens ist, es wird schlechter, wenn wir auch jetzt gucken an die Renewable Energies und Biofuels, wo wir auch jetzt weniger Essen produzieren und mehr Renewable Energies. Und dann bringen wir auch zu Landnutzung Änderungen außer der EU, wo wir jetzt sogar mehr von außen bringen. Also wir sollen auch nicht vergessen, dass die Abholzung von dem Amazonas gehört direkt zu unserer Nutzung hier.
Und wir können nicht sagen, okay, das ist ein anderer Aspekt. Nee, wir nutzen, also wir bringen geradezu diese Abholzung. Und das hat auch mit dem Gap zu tun, weil viel davon ist für Futter und Soy, das zum Beispiel von Brasilien kommt, um die Tiere hier zu futtern. Also das hat auch viel mit diesen Subventionen zu tun und mit dem Gap selber. Natürlich hat es auch mit Trading Agreements zu tun und nicht nur mit der Gap. Es gibt auch andere Instrumente, die relevant sind, aber gerade sind wir einfach noch nicht auf der richtigen Linie, die richtige Pfad der EU Green Deal zu treffen. Gut. Ich könnte noch immer weiter fragen. Es sind noch ganz viele Fragen da. Vielleicht haben Sie die ja auch gesehen, aber wir müssen leider zum Ende kommen. Und ich möchte jetzt gerne noch einmal die Runde rückwärts machen, sozusagen. Mit einer kurzen, also Sie alle drei die gleiche Frage fragen, mit einer kurzen Einschätzung. Irgendwann wird die GAP in einer neuen Form sozusagen, in eine neue Form gegossen sein. Was darf denn in der neuen GAP aus Ihrer Sicht nicht fehlen? Und wann wäre es aus Ihrer Sicht ein schlechter und wann ein guter Beschluss? Und eine Frage, die mich ja so umgetrieben hat, ist, gibt es überhaupt eine Lösung, bei der am Ende alle sagen, so ist gut? Herr PR, wenn Sie anfangen würden. In unserem Paper 2019, auch zusammen mit Herr Lackner und viele andere Wissenschaftler, haben wir schon vorgeschlagen, dass ein GAP für Nachhaltigkeit ist der richtige Weg. Die neuen Ziele von GAP, wie gerade geplant sind, eigentlich sind sie nicht schlecht, aber sie werden nicht getroffen, wenn es ist immer so, dass die Gelder gehen in eine Richtung und nicht effektiv für alle Ziele zusammen. Also wir wissen, dass es gibt auch Trade-offs zwischen verschiedenen Ziele und dafür gibt es auch die Instrumenten. Also die Agrarumweltmaßnahmen sind extrem wichtig. Die Einkommenaspekte sind wichtig, aber nicht in dieser Form von Direktzahlungen. Deswegen würde ich sagen, dass die zweite Säule aber in eine Nachhaltigkeitsrichtung ist die richtige Richtung für der GAP in Zukunft. Und wir haben schon zusammen mit 3600 Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen vorgeschlagen, wie kann das getroffen ist, ohne extreme Änderungen für der GAP oder Harzanschlag also an den Landwirte zu geben. Das ist ein gradueller, allmählicher Prozess, aber es könnte auch innerhalb von ein paar Jahren getroffen werden, wenn die Wille da ist. Also GAP für Nachhaltigkeit ist die Antwort. Herr Lattert-Schlohmann? Ja, also für mich ist es leichter zu sagen, wie eine gute GAP aussehen sollte, als zu sagen, welche Elemente dann nicht drin sein sollten. Aber um mit dem letzten anzufangen, konditionslos gezahlte Direktzahlungen sollten in einer zukünftigen GAP perspektivisch in 10 Jahren oder am Ende der nächsten Förderperiode 2027, dann ab 2027 nicht mehr drin sein. Die GAP, die ich mir vorstelle, ist eine GAP, die von den großen Baustellen des Agrarsektors ausgeht und diese Baustellen adäquat adressiert. Ich hatte sie ja genannt. Biodiversität, Gewässerschutz, Beitrag zum Klima, zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, Tierwohl und so weiter. Das sind die großen Bereiche, wo absoluter Handlungsbedarf besteht. Und idealerweise würde man so vorgehen, dass man sich jedes einzelne Thema vornimmt und sich anschaut, mit welchen umweltpolitischen Instrumenten erreichen wir diese Ziele am günstigsten. Wie teuer ist das? Dann entsprechend Mittel zuweist diesen einzelnen Zielen und Maßnahmen und die dann effizient umsetzt. Und wenn ein Mitgliedstaat meint, er müsse nach wie vor die Einkommen von Landwirten stützen, dann sollte das auch möglich sein, aber bitteschön in Form von kofinanzierten Zahlungen. Also dass die Mittel, die von der EU kommen, sagen wir zu 50% mit nationalen Mitteln kofinanziert werden müssen. Dann steht nämlich die Unterstützung, die Einkommensunterstützung der Landwirte in direkter Konkurrenz zu mehr Lehrern, mehr Polizeibeamten und so weiter. Herr Lackner, können Sie sich an meine lange Frage noch erinnern? Oder? Was vielleicht, wie die zukünftige, also wann die zukünftige GAP vielleicht doch als Erfolg zu werten wäre, richtig? Mhm. Es ist jetzt schwierig, da noch wirklich neue Aspekte zu ergänzen. Ich denke, ein wichtiger
Punkt ist heute bisher noch kaum zur Sprache gekommen, nämlich die Umsetzung der europäischen Naturschutzrichtlinie, der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Dort gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren. Ich hatte in den Chat einen Link gepostet und Herr PR hatte da gerade auch drüber geredet. Wenn es uns in Deutschland gelingt, in der nächsten Förderperiode Programme aufzulegen, die spezielle geschützte Biotope oder Arten sachgerecht schützt, beziehungsweise Landwirte dafür entlohnt, wäre sehr, sehr viel erreicht. Es wäre sehr viel erreicht, wenn wir eine vernünftige Moorschutzstrategie wirklich sozusagen auf die Piste bringen. Und drittens wäre sehr, sehr viel erreicht. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, wenn landwirtschaftliche Betriebe sich das Angebot der zukünftigen GAP angucken. Und das ist jetzt eine Vision, muss man mal gucken, ob ich da zurechnungsfähig bin oder nicht. Aber wenn Landwirte sich die Maßnahmen angucken und sagen, ja, das ist interessant, da mache ich mit und ich nehme diese Umweltherausforderung so ernst, dass ich einen Betriebszweig Umweltschutz, einen Betriebszweig Naturschutz wirklich bei mir im Betrieb etabliere und sozusagen einen Teil meines Einkommens darüber bestreite, öffentliche Güter, Naturschutz, Klimaschutz, Biodiversität bereitzustellen. Und das ist, wäre eigentlich die Sorte von Transformation, die ich für wichtig halten würde. Das heißt, dass wir nicht nur einfach über Techniken oder Ausgabenanteile reden, sondern dass wir die Praktika mit Fördermaßnahmen so erreichen, dass sie sagen, ja, das hilft meinem Betrieb auch, mich zu verändern. Das hilft auch, meine Außendarstellung zu verbessern. Viele Landwirte fühlen sich im Moment in der Defensive, fühlen sich gesellschaftlich nicht wertgeschätzt. Und ich fände es wichtig, dass die GAP auch einen Beitrag dazu leistet, dass der landwirtschaftliche Sektor, die einzelnen Betriebe besser dastehen und selber auch zeigen können, diesen Blühstreifen, den mache ich für die Allgemeinheit. Und das ist mein Beitrag auch zum gesellschaftlichen Wohl. Und das müsste eigentlich eine gute Agrarpolitik auch fördern. Also ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen eine Vision, aber ich denke, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ja, ich glaube, wir könnten immer noch weiter fragen. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen da draußen, alle drei Experten haben wir im Vorgespräch mit auf den Weg gegeben. Bitte sagen Sie doch am Ende, wenn die Journalistinnen und Journalisten noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Sie finden die Affiliations in unserer Einladung und Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden Sie auf den Webseiten. Wir können Ihnen die nicht geben, aber die finden Sie ja relativ schnell. Das ist schnell recherchiert. Wir können jetzt also alle gespannt sein, was in den nächsten Tagen bei den Verhandlungen passiert. Herr Lagner, Herr Lattertsch-Lohmann, Herr PR, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Ich habe jede Menge gelernt und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt ein bisschen besser noch verstehen, was ich denn dort dann aus den Verhandlungen höre und am Ende aus den politischen Statements, die rauskommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, danke für Ihre zahlreichen Fragen. Wie immer haben wir nicht geschafft, alle aufzugreifen, aber ich hoffe, Sie haben sich auch wiedergefunden. Wir stellen so schnell wie möglich das Video online. Das Transkript folgt dann auch so schnell wie möglich. Und wenn Sie einen Audiomitschnitt wollen, dann schicken Sie bitte eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de und wir reagieren dann so schnell, wie es uns möglich ist. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Interesse und ja, ich hoffe dann bis zum nächsten Mal. Für Tschüss. Die Organisation. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag. Danke für die Einladung.